reden wir über eine der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt. Ja, und die befindet sich sogar in Europa, am Rande Europas. Das ist die Türkei. Reden wir darüber mit Gökhan Kula von Myra Capital. Er ist dort Türkei-Experte. Was macht die Türkei im Jahre 2013 so spannend? Ja, gut, die Türkei ist, wie Sie gesagt haben, eine der dynamischsten Volkswirtschaften eigentlich weltweit, auch im relativen Vergleich zu anderen Schwellenländern, und war ja auch im letzten Jahr einer der bestperformenden Aktienmärkte. Das Besondere an der Türkei ist zum einen die makroökonomisch sehr solide Fundament, also sei es jetzt die Staatsverschuldung, die beispielsweise bei ca. 35% liegt und durchaus auch jetzt Maastricht-Kriterien oder den europäischen Kriterien genügen kann, auch Haushaltsdisziplin, gekoppelt also wirklich an Solidität, die bisher eigentlich noch nicht gegeben war, also wenn man vergleicht über vorige Perioden, wirklich überraschende Stabilität, und dies gekoppelt mit einer sehr dynamischen jungen Bevölkerung, die sehr konsumorientiert ist, willig auch den Lebensstandard Westeuropas zu erreichen. Und so konnte sich die Türkei eigentlich auch gleich zum direkten Vergleich zum Nachbarn Griechenland, das ja ganz andere Themenstellungen hat, wirklich wunderbar präsentieren mit sehr hohen Wachstumsraten. Und das hat sich am Ende des Tages dann auch in den Aktienkursen auch wiedergegeben. Muss ich aber mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, denn wenn man sich anguckt, wo geopolitisch die Türkei liegt, da ist Syrien nicht weit entfernt, da ist der Irak, Iran nicht so wahnsinnig weit entfernt, zumindest aus deutscher Sicht. Ist das ein Problem für die Türkei, vielleicht mittelfristig? Ja, durchaus. Klar, jetzt im Sommer gerade war es prägnant oder noch weiterhin mit Syrien, extrem instabile geopolitische Lage. Wenn man sich die Nachbarn der Türkei ansieht, dann sei es jetzt Russland, auch Georgien, Armenien, Aserbaidschan, bis hinunter natürlich Iran, Irak, Syrien, alles natürlich Länder, von denen Risiken einhergehen. Umso überraschender ist es, dass trotz dieser negativen Großwetterlage die Börse in Istanbul sich sehr, sehr konstant verhalten hat. Vergleicht man das mit vorigen Perioden, vor 10 Jahren beispielsweise, dann wäre deutlich negativeres Ergebnis auch zu beobachten gewesen. Und insofern muss man sagen, die Türkei ist institutioneller geworden. Es ist auch mittlerweile langfristiges Kapital gebunden, Direktinvestments. Viele Unternehmen investieren direkt auch in der Türkei, abseits jetzt der Portfolio-Investments. Und insofern hat sich das besser dargestellt, dass wie eigentlich so die Großwetterlage vermuten lässt. Aber Sie haben absolut recht, am Ende des Tages ist die Türkei ein Schwellenland und bringt von unterschiedlichen geopolitischen Risiken. Und da muss man natürlich vor allem als Investor achtsam sein, sei es jetzt über die türkische Lira oder auch natürlich die Aktienkurse, die dann doch deutlich auch korrigieren können, wenn hier über Nacht beispielsweise ein negatives Ereignis auch kommt. Stellt sich mir aber auch die Frage, wenn sich die Türkei und der Aktienmarkt dort so gut gehalten hat, trotz der negativen Einflüsse, ob Sie da hier und da schon Gefahren einer Überhitzung des Marktes sehen? Gut, durchaus. Das war so das große Thema, vor allem im zweiten Halbjahr. Wenn man sich die Wachstumsraten, Wirtschaftswachstumsraten ansieht, auch Kapitalzuflüsse von ausländischen Investoren, auch natürlich auf der Suche nach Diversifikation in Währungsblöcken. Klar, Euro ist nicht mehr so gefragt. Man versucht, in solide Länder auch zu investieren. Und in der Tat war es so, dass vor allem durch den konsumgetriebenen, schuldenfinanzierten Konsum der jungen Bevölkerung hier Risiken auch evident sind. Was sich gezeigt hat, ist, dass das Softlanding der türkischen Wirtschaft, also sei es jetzt durch die Notenbank, die restriktiver gegangen ist, aber auch durch die Regierung, das relativ gut gemanagt haben. Die Wachstumsraten, die Wirtschaftswachstumsraten sind jetzt wieder zurück auf 3%, also auf nachhaltigere Levels. Wir waren ja in der Vorperiode im Vorjahr dann doch deutlich über 8% beispielsweise, Wirtschaftswachstumsraten. Und bei heute kann man sagen, das Softlanding, das hat die türkische Wirtschaftspolitik gut umgesetzt. Die Gefahr lautet weiterhin im Handelsbilanzdefizit. Klar, die Türkei ist eine junge Bevölkerung, die konsumiert viel, importiert viel, ist auch abhängig von Energieimporten. Dementsprechend ist sie abhängig von kurzfristigen Portfolio-Investments, also von ausländischen Investoren, die Vertrauen fassen. Und sollte dann beispielsweise aus der Geopolitik oder auch anderen Daten hier negative Einflüsse kommen, dann könnte sich natürlich diese Situation sehr schnell auch umkehren. Also insofern sollte man hier wirklich vorsichtig agieren, auch auf eine breite Branchendiversifikation achten. Schlussfrage. Würden Sie die Türkei aktuell auf diesem Niveau zum Kauf empfehlen, den Aktienmarkt? Und wenn, wie sollte der Privatanleger in den türkischen Aktienmarkt investieren? Also wenn man es wirklich aus globaler Aktiensicht betrachtet, da wäre eher mein Plädoyer, ein Rebalancing durchzuführen. Das heißt, die Türkei, da hat man wunderbare Performance realisieren können. Das war toll, wenn man als Anleger im letzten Jahr daran partizipiert hat. Vielleicht hier Gewinne mitnehmen und in anderen Regionen investieren, wo sagen wir mal, einfach die Börsen zurückgeblieben sind.
China ist ein wunderbares Beispiel. Seit Jahresanfang hat man dann schon gesehen, trotz der Underperformance über die letzten 2 Jahre, dass da etwas geht. Also da würde ich eher raten, in eine Rotation zu gehen. Wenn natürlich Anleger überzeugt sind, einfach die Türkei bietet langfristiges, solides Wachstum, attraktive Makrodaten etc., da würde ich schon aufpassen, dass man wirklich auch das Risiko ins Auge fasst, die hohen Volatilitäten und einfach auch nah am Markt dran bleibt. Man sieht es schon und auch Sie, liebe Zuschauer, es gibt viel zu sagen über die Türkei. Das war Gökhan Kula von Myra Capital. Herzlichen Dank für diese Eindrücke. Ja, sehr gut, vielen Dank. Dankeschön.